Samstagvormittag, Viertel nach elf. Es ist der 9. März. Ich habe Besuch bekommen jetzt aus Julbach hier am Linzer Südbahnhofmarkt. Eine kleine Abordnung von Leinöl sind bei mir. Sie kennen die Musikerinnen und Musiker vielleicht eben Leinöl. Der Name setzt sich zusammen aus Lein, also dem Ort im Julbach, und Öl kommt von Öller. Das ist der Nachname. Sie ist ja eine Familienkombo, möchte ich sie mal nennen. Die Christine und der Alexander sind bei mir. Die Christine ist die Mutter und der Alexander ist, glaube ich, der Jüngste aus diesem Familienverbund. Sie haben schon mehrere CDs auch herausgebracht und ich muss euch sagen, ich freue mich ja sehr, dass die letzte Land in Sicht heißt, weil das kann ich ganz eindeutig lesen. Die vorletzte, da habe ich schon ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, wie ich die damals in Händen gehalten habe. In Heo, bitte um Hilfe. Das ist einfach die höchste Erhebung, wenn man auf den Berg aufgeht, da sagt man Heo, bi oi. Im hohen Bühl hinauf, wie wir sagen. Im hohen Bühl, das ist auch etwas, das euch auszeichnet. Ihr singt ausschließlich in der Mundart. Ja, das ist unser Anliegen, dass man die alten Wörter erhält und dass das der Nachwelt erhalten bleibt. Auch zum Beispiel die alten Tätigkeiten, was man so früher gemacht hat, was man jetzt nicht mehr sieht. Und das tun wir alles einbauen in die Lieder. Die aber wiederum trotzdem neu arrangiert sind. Das heißt, es klingt ja nicht alt. Aktuelle Musik, Volksmusik mit Rock, Pop, Reggae, mit Jazz-Elementen. Und wir schauen, dass immer Mundart im Vordergrund steht. Und es gibt auch ungewöhnliche Locations, wo man Leinöl erleben kann. Sie haben anscheinend so ein bisschen ein Faible für Besonderheiten, denn heuer kann man sie zum Beispiel im Botanischen Garten erleben oder morgen auch im Musiktheater in der Blackbox. Das heißt, nicht nur Leinöl ist besonders, nicht nur die Musik ist besonders, sondern das auch, wo man euch sieht, legt ihr da Wert drauf oder ergibt es sich einfach so? Das hat sich diesmal so ergeben, da sind wir schon recht froh. Ja, es ist was Besonderes, in der Blackbox zu spielen, ja. Musiktheater morgen, 20 Uhr geht's los. Das heißt, Sie brauchen einfach hingehen, wenn Sie Leinöl einmal erleben möchten. Und die Blackbox selber ist ja schon sehenswert. Also wer da noch nicht dort war, ja, jetzt gibt es einen Grund dafür. In Gedanken heute deine Hände. Mein Freund mit dir, den Inkoend. Bei uns geht es um eine besondere Art der Hausmusik, gerade bei Archim Boldo live vom Linzer Südbahnhofmarkt. Leinöl sind aus Julbach zu uns hier angereist. Das ist ja Hausmusik, es ist eine deshalb besondere Art, es ist Familienmusik, die ganze Familie musiziert gemeinsam, so wie bei meinem Tonmeister, der Erich Kramerbauer, der spielt ja auch Trompete und ich glaube die Schwester Querflöte und der Bruder auch noch was, also die könnten auch gemeinsam musizieren, vielleicht können wir sie ja inspirieren jetzt, so wie Leinöl, die morgen im Musiktheater in der Blackbox spielen, im Juni übrigens dann im Botanischen Garten, das ist auch eine besondere Location, dieses in der Familie musizieren. Stelle ich mir möglicherweise auch schwierig vor, weil im Familienverband, wenn man da so eng zusammen ist, wenn man zusammen probt und so, wollen sich viele nicht antun. Ihr sucht euch aber gegenseitig. Das heißt, wie funktioniert das? So ist es. Wir sind sehr gern beieinander. Das ist was total Schönes und Beglückendes, mit der Familie zu musizieren. Und da danken wir besonders die Schwiegertöchter und Schwiegersohn, dass die so uns unterstützen, dass wir beim Proben zum Beispiel zusammenkommen. Das ist ja nicht so einfach, wenn jeder Familie hat, aber trotzdem, es ist beglückend, kann man so sagen. Und gibt es dann so einen Leitwolf bei euch, einen unter Anführungszeichen Chef, wird alles demokratisch ausgeredet oder wie geht das? Jetzt, weil ich, wie gesagt, habe, Leitwolf hat jetzt der Papa ist natürlich auch da, der steht da unten gleich einmal den Blick da so uns ja geworfen. Gell? Grundsätzlich ist der Paul, mein Bruder, der Musiklehrer und er arrangiert die ganzen Stimmen und die ganzen Instrumente, wer was spielt. Aber alle schauen wir, dass wir miteinander was Neues komponieren. Jeder bringt sie ein, ja. Gell? Jeder bringt sie da ein. In dem. Also es geht demokratisch zu bei den Öllers in Julbach zu Hause. Morgen 20 Uhr können Sie sie erleben, wenn Sie das tun möchten. Ansonsten finden Sie natürlich die Vorstellungen auch ganz einfach im Internet. Und wenn Sie mal hineinhören möchten, dass Sie sagen, mal, wie klingen denn die? Ich kenne sie noch nicht. Wobei, wir haben sie im Fernsehen natürlich auch schon gehabt. In Oberösterreich konnten Sie sie auch schon sehen. Einfach auf YouTube nachschauen, Leinöl.